Das wirklich Besondere an Trebe und Himstedt ist, dass man vielleicht noch nicht hundertprozentig weiß, wo die Reise hingeht, aber man konstant daran arbeitet, dass es irgendwie eine erfolgreiche Reise ist. Also ich bin der Tobias, bin Key Account Manager bei Trebe und Himstedt, das heißt im Vertrieb tätig. Ich habe studiert erst Vertriebsingenieurwesen und dann Wirtschaftsingenieurwesen und habe mich da so ein bisschen auf das Thema Industrie 4.0 spezialisiert. Trebe und Himstedt ist traditionell ein Softwareunternehmen mit einer Spezialisierung auf die digitalisierte Fertigung. Wir haben spannende neue Felder, die wir sehr kurzfristig irgendwo aufnehmen können als Ideen, wo möchten wir uns hinbewegen, was möchten wir zukünftig machen. Das heißt, es ist stark am Wachsen und wo irgendwo was wächst, ist natürlich auch noch viel zu gestalten. Ich glaube, Begeisterung ist gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja Kollegen hauptsächlich zu Kunden schicken und nicht irgendwelche Objekte, Gegenstände, Produkte, sehr wichtig. Das Schrägste und Ungewöhnlichste, was wir so regelmäßig eigentlich haben, ist, dass wir freitags ein sogenanntes Remote-Mittagessen machen. Das heißt, während die Kollegen hier in Schwerin unten in der Cafeteria sitzen, haben wir ein großes Display irgendwo zugeschaltet und da kann man sich dann einklinken und kriegt die Kollegen, die gerade daheim im Homeoffice Mittagessen zu sehen. Und es klingt für viele schräg, dem man das auch erzählt, aber es ist tatsächlich wirklich cool und hilfreich. Meinem Arbeitgeber begeistert mich, dass es selbstverständlich ist, dass wir Kollegen haben, die an verschiedenen Orten gerade aktiv sind und sei es im Homeoffice oder sei es irgendwo aus dem Zug heraus und dass wir auch sehr freundschaftlich untereinander unterwegs sind und gemeinsam neue Wege versuchen zu gehen.